So, Freunde, willkommen. Kleiner Ersteindruck vom Hooker Monk. Ich habe mir noch meinen Swizzy Boy geschnappt. Sandro, hallo. Hallo, Marvin. Hallo, guten Tag. Hallo. Wir sind bei Hooker Monk. Wir sind in Tschechien, wir sind in Prag und wir können hier den Hooker Monk, so heißt die Firma, WAP, so heißt das Produkt, V2, so heißt die zweite Version, testen. Sandro, was sagst du bis jetzt? Wir haben gestern in der Bar ein bisschen geraucht, die Version 1, jetzt haben wir die Version 2. Ich finde die Version 2 auf jeden Fall besser. Erstens wegen Optik und Zeug, das drumherum ist. Und ich bin jetzt auch etwas mehr vom Rauch noch überzeugt als gestern. Dito. Ja. Dito. Also vielleicht, um euch nochmal kurz abzuholen. Wir haben hier unten eine ganz normale Pfeife. Die sind so ein bisschen im Shisha-Bugs oder wie heißen die Marken noch? Shisha-Bugs. Ja, Plexiglas. Ja, so eine kleine Cube-Pfeife. Darauf sitzt ein Kopf. Der Kopf ist auch eigen. Das heißt, du musst diesen Kopf mit dem HMD benutzen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Und obendrauf haben wir den eHMD. Innen drin liegen 4 Spiralen. Wir blenden euch da Aufnahmen ein, damit ihr das nochmal gut sehen könnt. Und das sitzt dann in einem HMD. Und den packt man einfach hier auf den Kopf drauf. Und in dem Kopf liegt halt natürlich der Tabak. Plus, wir haben unten dran natürlich LED. Genau. Und das, was bei mir noch hier unten drunter ist, ist noch ein Battery Pack, das hinten mit einem magnetischen Kabel angeschlossen wird und ungefähr 2 Stunden halten soll. Das heißt, das Setup könnte man auch komplett mobil ohne Steckdose benutzen. Wir haben allerdings gerade hier so Laptop Power Bricks unten dran und hängen dann einfach in der Steckdose. Vorne dran habt ihr noch ein Display, das sagt euch einmal oben, welche Temperatur ihr eingestellt habt, unten drunter die Temperatur, die es aktuell hat. Und darunter sehen wir noch die aktuelle Sessionzeit, wie lange das schon läuft. Plus, die geben die Sessionzeit mit 2 Stunden an. Ja, also die zählen runter. Also die Zeit, die ihr jetzt hier seht, ist nicht, wie lange wir schon rauchen, sondern von 2 Stunden runter. Und gestern haben wir auch eine mal etwas länger geraucht. Das war die V1, da waren wir bei 1 Stunde 45. Rauchentwicklung war nicht mehr so da, aber der Geschmack ist sehr lange und sehr intensiv. Das finde ich jetzt auch bei denen, der Geschmack ist wirklich baba. Und was man zum Geschmack auch noch sagen muss, das habe ich auch schon zum Nevo gesagt, ich finde es krank, wie heftig der Unterschied ist von Kohle zu keine Kohle. Also ich glaube, wie soll man das beschreiben? Es schmeckt einfach cleaner, als ob über einem Kopf, den du mit Kohle rauchst, sonst so eine Art Grauschleier liegt, der alles so ein bisschen verfälscht. Und wenn du dann mal elektrisch rauchst, ohne Kohle, hast du auf einmal super clean, super intensiven Geschmack, oder? Ja, also für mich der Geschmack ist wirklich sehr, sehr nice, also schön intensiv und wie du sagst, ich würde es auch mit clean beschreiben, also er ist einfach nicht verfälscht, ist wirklich einfach schön clean und jetzt haben wir etwas die Temperatur hochgestellt auf 155 und jetzt finde ich, die Rauchentwicklung geht eigentlich auch langsam klar. Können wir uns nochmal gut angucken hier? Also ich finde, es ist immer noch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich baue mir daheim einen geilen Kopf, mit meinem Onmo, pack da 2 Kohlen rein, schönes Overpack, dann ist die Rauchentwicklung auf jeden Fall krasser. Ja, also es ist nicht so voluminös. Ja, aber man muss auch festhalten, das ist ohne Kontakt. Das heißt, eigentlich ist es Apples to Oranges, eigentlich darf man es so gar nicht vergleichen, weil es ist halt kein Kontakt-Setup. Und für ein Abstands-Setup mit einem elektrischen HMD finde ich es schon ziemlich nice. Ja. Und wie gesagt, ich denke, das ist auch die Gewohnheitssache. Ich habe es auch gestern, ich weiß nicht mit wem besprochen, mit Sakamoto, glaube ich. Wenn man zieht, hat man das Gefühl, boah, jetzt kommt so eine Riesenwolke, weil du halt den Geschmack so intensiv hast, wie wenn der Kopf voll da ist. Und dann ist es immer so etwas so, oh. Was würdest du sagen, prozentual, wie viel Rauch kriegt man raus? Ich würde sagen, es ist so bei 70, 60? Ja, ich hätte auch 60-70%, je nachdem, wie viel Hitze man dem Gerät halt gibt. Ja, aber, also 60-70% Rauch. Ja, aber Geschmack 110%, würde ich fast sagen. Ja, vielleicht sogar mehr. Ja. Vielleicht sogar 130. Also der Geschmack ist geisteskrank, der Rauch ist noch nicht ganz on par mit einem schönen HMD-Vollkontakt-Setup, aber es ist wirklich erstaunlich, wie gut das Ganze schmeckt. Es gibt allerdings an dem Gerät einen Punkt, der noch gar nicht schmeckt. Und den habe ich eben erfragt. Das Gerät kostet aktuell 1200 Euro. Und das ist halt schon wirklich insane happig. Es soll günstiger werden, sie müssen halt gucken, dass sie mehr machen, die Stückkosten senken, ein bisschen Workflow reinkriegen und so. Aber aktuell 1200 Euro ist halt wirklich geisteskrank teuer. Na, also, oder? Gehen die Schweizer da rein? Nein, die Schweizer sind da einverstanden, also ich zumindest. Für eine Shisha ist das halt
für einen Privatgebrauch sehr, sehr viel. Für Bars finde ich das, gerade wie wir es gestern gesehen haben, das habt ihr auch gezeigt, wenn es so integriert ist im Tisch und so. Ja, können wir euch nochmal Aufnahmen aus dem Vlog einblenden aus Prag? Ja, das ist sehr geil. Ja, für das, und da lohnt sich auch die Investition etwas mehr für eine Bar, weil die machen das halt täglich, rauchen dieses Stück 10 Mal. Ja. Aber ja, allein, dass du keine Kohle mehr anmachen musst. Genau, so Sachen, ja. Ne? Und es 1:50 läuft, ohne dass jemand zum Kohlewechseln kommen muss. Mhm. Das heißt, du sparst ja auch noch Arbeitskräfte. Aber für mich wäre es vor allem noch der Punkt mit dem Battery Pack, ne? Wenn ich mir jetzt überlege, ich nehme das Ding mit aufs Boot oder so im Sommer oder mit an den Strand, an den See, keine Ahnung, du gehst mit Freunden raus, Grillparty im Garten beim Kollegen, der eigentlich nichts mit Shisha am Hut hat. Wenn du dir eine kleine Pfeife einpackst und noch ein komplettes Kohle-Setup mitnehmen musst, dann ist das Kohle-Setup fast so groß wie der Rest, den du einpacken musst. Ja. Und wenn du dann einfach so ein Battery Pack mitnimmst, du kannst 2 Stunden Pfeife rauchen, ist das geisteskrank. Plus es gibt gute, ja, Entschuldigung. Was man noch fragen müsste, ist das Ding flugzeugkompatibel? Von der Kapazität. Ja, ja, weiß ich nicht. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn das 2 Stunden mit 500 Watt hält. Ja. Aber müssen wir noch fragen. Da haben wir bestimmt einen Technikprofi, der uns jetzt genau ausrechnen kann, wie viel Milliampere-Stunden die Battery-Pack-Dings jetzt braucht. Mit wie viel Volt das Ding läuft. Ja. Anyway, es gibt aber gute Nachrichten, was den Preis angeht. Es kostet aktuell noch 1.200 Euro. Das Ziel von dem Team ist allerdings, das Ganze auf 500 Euro runterzudrücken. Und für 500 Euro kann ich sagen, ich kenne genug Leute, die sich eine Pfeife ziehen, die so viel kostet. Ne? Also wie viele Leute von euch haben eine Valkyrie, eine Pro X3, eine Aeon Edition 4 Premium, die auch nahezu so viel kostet. Und man hat ja auch eine Pfeife, die man noch mit anderen Köpfen rauchen kann, plus den EHMD. Also wenn die das auf 500 Euro drücken, dann ist das nicht billig, aber es ist akzeptabel, würde ich sagen. Ja, also jetzt nicht wegen der Pfeife, weil... Ich denke, die Pfeife wird jetzt niemand ohne das HMD rauchen, weil sie so schön oder speziell ist oder so. Also wenn ich die hätte zum Mitnehmen, vielleicht ganz praktisch. Ja, natürlich mit dem E-Kopf, aber als Pfeife alleine ja weniger. Aber 500 Euro, ja, ist halt schwierig, das einzuschätzen, weil wir noch nichts haben auf dem Markt mit E-HMD. Ja. Weil wenn jetzt ein E-HMD alleine kommt ohne Pfeife, das 250 kostet oder so, 300, dann ist das, finde ich, auch völlig gerechtfertigt. Ja, also der Nevo soll ja irgendwas wahrscheinlich zwischen 200 und 300 Euro kosten. Und das ist nur der EHMD. Ja. Das heißt, Kopf, Pfeife, Schlauch, Mundstück musst du noch dazu kaufen. Und wenn der dann 500 kostet in einem Komplettset, finde ich das okay. Ja. Ist jetzt nicht geil günstig. Nein. Aber man muss ja auch sagen, ne, Technologie, wenn sie auf dem Markt erscheint, ist meistens relativ teuer. Dann kommen die Early Adopter, dann kann man mehr herstellen, dann sinken die Stückkosten, dann wird es noch günstiger, dann kommt ein neues Modell. Blablabla. Bla, bla. So ein bisschen Tesla Model S, dann Model 3, Model Y, blablabla. Bla, bla. Bliblablub. Bliblablub. Auf jeden Fall, was ist dein erstes Fazit zum WARP? Positiv überrascht. Positiv überrascht. Wir wussten basically gar nichts, als wir nach Prag gekommen Nein. sind. Wir haben das Ding, doch du hast kurz auf der Shisha-Messe. Auf der Messe habe ich kurz geraucht, da habe ich schon gedacht, uff, das hat etwas... Was ist passiert? Ich dachte, ja, da ziehe ich, da kommt nichts, da hat es schon etwas Wumms gehabt, das war die Version 1. Deswegen war ich schon, ich habe erwartet, dass es... Nicht schlecht ist auf jeden Fall, aber ich würde sagen, Erwartungen trotzdem übertroffen. Ja, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also ich habe ja jetzt schon häufiger mit dem Nevo-Team den Nevo-HMD getestet und da war ich schon mindblown, wie clean der Geschmack ist und das ist halt hier wirklich 1:1 dasselbe. Ne? Plus das Ding hat so, wie die aktuell sind, auf jeden Fall ein bisschen mehr Power als der Nevo, also muss Nevo ein bisschen nachlegen. Ich bin krass positiv überrascht. Also es macht Spaß, das Ding zu testen. Ich habe ungefähr 1 Million Fragen, die ich dem Team noch stellen werde über die nächsten Stunden. Wir können es noch ein bisschen testen. Aber so viel zum Ersteindruck vom Swizzy und von mir. Kuss. Kuss.